Wie heißt denn der? Ja! Ja! Ich habe Crow nicht erraten! Ich wusste nicht, dass das ihr Spitzname ist. Das wusste ich auch nicht. Wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Bist du bereit, Hella, gegen Tom, den Besten, zu verlieren? Weiß ich jetzt nicht. Und da steht drauf, ist der Coolste. Ach so, oh. Ich hab's gar nicht auf gelesen. Meinem Oberteil steht, Hella ist die Beste. Oh, das haben wir auf jeden Fall nicht, dass man jetzt denkt, ich bin irgendwie selbst verliebt. Das habe ich von einem Zuschauer zugeschickt bekommen. Richtig nice. Direkt angezogen, weil ich bin einfach der Coolste. Ja, das werden wir mal sehen, wer heute der Coolste ist. Ich bin dafür, wir tauschen heute mal die Seiten. Weil letztes Mal hast du gewonnen und das war die Gewinnerseite. Und jetzt bin ich der Mann. Ja. Und das hier ist deine Hand. Weißt du, was wir heute machen, Tom? Was? Wir werden heute Sänger erraten. Oh, nö. Doch. Da bin ich richtig schlecht drin, Hella. Ich hoffe, ich kann mir sowieso keine Namen merken und dann auch noch von irgendwelchen anderen Leuten. Aber ich bin auch schlecht im Namen merken. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich witzig ist. Wo ist die Sahne? Oh, ja, da. Es ist einfach immer noch was drin vom allerersten Mal. Die Sahne ist leer. Aber immer noch was drin. Fühl mal. Ja, da ist noch was drin. Bist du bereit? Ja. Ed Sheeran. Das sage ich jetzt einfach immer. Justin Bieber! Was hat die Flagge damit zu tun? Er ist Kanadier. Er kommt aus Kanada. Als wenn. Ja, das wär's jetzt. Justin Was? Bieber! Ja! Warum setzen die das nicht mit so einem Bieber um? Da, einfach das so ein Junge einfach. Mit so einem Bieber. Das wäre doch zu einfach. Das oh kann mein doch Gott. Jetzt wahr sein. Sehr guter Start. Eins. Ja! Oh nein! Sieht gut aus. Was ist das denn? Snoop Dogg! Oh mein Gott! Ja! Was? Warum bin ich so schlecht da drin? Das wär's. Natürlich ist es Snoop Dogg. Oh nee. Ja! 2-0. 1. Mann, der bewegt sich nicht. So, 2. Heino! Heino! Was? Wie heißt denn der? Das ist Heino. Das ist Heino? Ja, das ist Heino. Heino! Oh Mann, das kann doch jetzt nicht sein, dass du diesen Heino jetzt erraten hast. Ja. Auf. Was singt der? Weiß ich nicht, aber wir haben uns mal bei einer Hochzeit mit unserer ganzen Familie als Heino verkleidet. Da haben wir uns alle eine blonde Perücke aufgesetzt und alle diese Sonnenbrille. Und deswegen weiß ich, wer Heino ist. Sonst hätte ich es auch nie gewusst. 1, 2, 3. Crow! Oh mein Gott! Ja! Ja! Was? Ja! Ich habe Crow nicht erraten! Ja! Tom, warum bist du jetzt so gut? Ich hätte es nie gedacht. Ich hätte es nie Siehst gedacht. Du sowas ab? Weißt du, ich fühle mich gerade wie die in der Schule, die sagen so, boah, die Arbeit war so schlecht. Und am Ende so 1+. Ja. Oh, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Oh, was? Das kriegst ist so halt krass. Ins Gesicht. Viererstreak. Oh, das kann nicht sein. Ah. 1. 2. Ah, bei 1 ist er schon reingegangen. Wuhu. Oh nein. Die gute Schminke. So, jetzt mach das weg, damit wir weiterspielen können. Oh Mann. Probier's ich dachte, doch ich bin mal. Richtig gut. Du es schmeckt gerne ablecken, nee, wenn du möchtest. Nee, danke. Sonst habe ich deine ganze Schminke im Mund. 4 in a row erraten. Das kann doch nicht sein. Also, ja? Dass ich so schlecht bin, dass ich hier niemanden errate. Nee, Hella, ich bin einfach so cool und gut. Noch nicht mal Crow habe ich erraten. Michael Jackson. Wie ich hier auch nicht sagen muss, Michael Ja! Jackson. Das ist nicht mein Ernst. Vielleicht kennst du den ja auch gar nicht. Ist ja nicht Natürlich deine Generation. Kenn ich den. Another one bites the dust. Oh Mann, Tom. Hä? Was ist das? Dougie B. Nein, nein. Mit so einer Biene? Mrs. King B, sage ich. Keine Ahnung. Mrs. King B. Mrs. Oh, Queen B. Queen B, ja, das hört sich gut an. Einfach neue Namen erfinden. Neue Künstlernamen. Ey, ich bin Mrs. Queen B. Oh mein Gott! Queen Was? Bee war richtig? Ich wusste Beyonce. Nicht, dass das ihr Spitzname ist. Das wusste ich auch nicht. Beyoncé, naja, ich würde sagen, keiner hat gewonnen. Dann ist der Künstlername doch schon vergeben. Ich sag Ed Sheeran einfach. Österreich. Österreich. Berge. Wer kommt denn aus den Bergen? Und ist blond und keine Ahnung. DJ Ötzi. 50 Cent. 50 Cent, nein! Ja! Wieso bin ich so dumm? Schrei dich so laut, mein Ohr fällt gleich ab. Ich wollte das sagen als erstes. Ach so, tut mir leid, dass ich das jetzt zuerst gesagt habe. Yes. 1. Weiter geht's. Oh Mann. Ed Sheeran, ja! Nein, nein, was? Ich habe das noch nicht mal gesehen, hast du schon gesagt. Ja, du warst auch bei Oh Mann. Ja, Tom zieht mich halt so ab. Ich habe erst einen nicht erraten, das hätte ich nie gedacht. Jetzt darf ich zweimal drücken, wenn das richtig ist. Natürlich ist das richtig, schau dir das doch an. Wow. 1, 2. Ich sag jetzt Selena Gomez. Ich sag Lady Gaga. Oh, das könnte... Nee, Lady Gaga, ja. Kiss... Katy Perry, ich sag Katy Perry. Oh nein, I kissed a girl. Ja.
Bitte, bitte. Aber die hat doch keine blonden Haare. Tom, ich weiß es doch auch nicht. Ich glaube, ich sag Lady Gaga. Ich sag das alles drei, was ich gesagt habe. Nein, du kannst noch eins sagen. Taylor Swift. Wow. Ja, das wow. hätte man auch wissen können. Naja, wenn Hella nicht so gut ist im Interpreten erraten, dann machen wir jetzt mal Songs erraten. Mal gucken, oh nee, da bin ich richtig schlecht. Eye of the Tiger. Raw. Ich sag Eye Raw. Eye of the Tiger. Ich sag Eye so, of the ja. Tiger. Ach, mehr so Sinn. Mit diesem Riesenauge. Und natürlich Eye of the Tiger. Ja! Was? Oh nein! Komplett in mein Auge. Und mein ganzer Laptop ist voll mit Sahne. Ups. Okay. Ich kann gar nicht mehr sehen. Ich glaube, Hella hat heute einfach keine Chance. Gibst du auf? War's das oder willst du noch eine Runde zocken? Ich will das weitermachen. Du willst es weitermachen, okay. Bis ich auch einmal gewinne. Es kommt nichts mehr raus, Leute. Was machen wir jetzt? Wir haben hier Senf. Das Ding ist, ich krieg das halt wieder ins Gesicht. Schön, okay, das Senf. Reicht, das reicht. Weiter geht's. Was ist das? Flugdarm. Flying. Dicht im Flieger. Flying Darm. Was ist das für ein Song? Darmalarm im Flugzeug. Flugzeuge im Bauch. Hä? Den Song habe ich noch nie gehört. Astronaut. Major Tom. Keine Ahnung, was das ist. Ich sag aber Astronaut. Was? Das ja. gibt's? Ich kenne den Song nicht. Gibt's den Song echt? Ja, natürlich. Oh mein Gott. Major Tom. Superman. Wir fliegen um die Welt. Hau sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Nur noch kurz die Welt retten. Das war sogar der Song, den du gerade gesungen hast. Oder? Ja, muss nur noch kurz die Welt. Regenmänner? Ja, warte! Raining Man! It's oh, Raining Man! Halleluja! Oh, ja, bitte der hör Song. Mal auf zu singen, danke. Ja, sorry. It's raining. Stopp. Ich durfte zweimal machen. Hilfe. Das war Stopp. Hä? Feldbett. Bett, Feld, Fettbild, Bett. Bettweizen. Ah ja, der Song. Ein Bett im Kornfeld. Den müssen wir uns mal anhören. Sex to Beat? Mr. Sex to Beat. Nein, ja. Nein, ich will nicht den Senf im ja. Mund bekommen. Nein, Hella, Sahne war ja noch lecker, aber Senf, nicht in Senf. In Songs bin ich sogar ein bisschen besser. Das kann nicht sein. Nein. Ja, ah. Die Hälfte ist zum Glück runtergefallen. Aber das, was ich im Mund bekommen habe, war jetzt nicht so lecker. Glück gehabt. Ich glaube, wir müssen hier das abwischen, weil das ist zu rutschig von der Sahne noch. Tom, du isst das ja. zusammen. Hab ich auch Sahne mit Senf. Der ist halt auch so. Super Kombi, Leute. Probiert es auch mal aus. Wollen wir noch weiter? Also von mir aus können wir jetzt aufhören. Ach, wo du gewonnen hast. Ist das Gleichstand oder nee, habe ich gewonnen? 2-1 für mich. Du hast immer noch gewonnen? Ja. Dann lass noch einmal. Ach so. Bis nee, gleich Hella, du hast jetzt gesagt, wir hören auf. Ja, okay, von mir aus können wir aufhören. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viel Lust auf Senf in meinem Auge. Ja, wir müssen neue Sahne kaufen, Hella. Warum isst du den Senf pur? Also ich kann es einfach nicht verstehen. Ich schmier mir jetzt ein Brot und mache mit Senf. Ja, das ist eine super Idee. Oh Mann, nächstes Mal tauschen wir wieder Seiten. Obwohl eigentlich nicht, weil ich war richtig gut. Auf einmal habe ich alle Sänger erraten. Ja, das war wirklich ich war richtig unglaublich. Gut. Ich frage mich, ob ihr auch so gut mitgeraten habt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr erraten habt, was wir nicht erraten haben. Beyoncé bestimmt. Ja. Die Leute wissen bestimmt den Spitznamen von ihr und wir nicht. Ja. Und Taylor Swift war ja auch so eindeutig. Ja. Naja. Ich hoffe, dass euch das Video Spaß gemacht hat zuzuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert nicht Krone, vergessen. Hella. Und du kriegst keine Krone. Du ich bist bin schon gerade der Sieger. Wir brauchen noch eine Trophäe, so einen Wanderpokal, der dann immer rumgeht für die Person, die halt die zuletzt gewonnen hat. Ja. Das stimmt. Besorgen wir zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.